Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal MyPC mit dem Streaming-PC RTX 4070 i5 13600KF für 1649,99 €. Normalerweise ist es ja so, dass ich auf Videovorschläge eingehe, beziehungsweise auch in meinem Livestream auf die Videovorschläge. Hier ist es so, die haben sich einfach auf meinen Discord geschlichen, haben nicht mal mehr Hallo gesagt und das hat mir ein Mod gesagt, dass die Jungs halt einen eigenen Shop haben. Und da dachte ich mir, den gucke ich mir doch mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Die machen es auf jeden Fall schon mal richtig. Es ist nur das Gehäusebild, kein Bling-Bling drin verbaut, was hinterher dann nicht so aussieht, wenn es bei euch zu Hause ankommt. Das ist in Ordnung. Übrigens ist der Shop relativ neu am Markt. Ich hatte eben hier über diesen Live-Chat versucht, mit denen zu schreiben. Was heißt versucht, es hat auch funktioniert. Dann habe ich geschrieben, hey, ich bin PC-Check, wollen wir auf dem Discord weiterschreiben? Ihr seid ja eh auf meinem Server. Und der sagte, ja, ist kein Problem, können wir auch einfach da weiter quatschen. Weil hier waren so ein paar Unklarheiten, zum Beispiel bei dem RAM, welche Timings der hat und so weiter. Da habe ich mich nochmal rückversichert, dass ich auch wirklich alles richtig zusammenstelle. Weil zum Beispiel bei dem Corsair RAM, der hier drin ist, haben wir CL30, CL36. Hier gibt es ganz viele verschiedene und da wollte ich einfach nur sicher gehen. Und in dem Gespräch habe ich dann halt auch erfahren, yo, die sind ganz neu am Markt. Und dann dachte ich mir, ja komm, gibst du denen mal eine Chance, machst du mal ein Video drüber und schaust, was die so anbieten. Starten wir auch direkt mit der Grafikkarte. Das ist eine Nvidia RTX 4070 12 GB. Da wir bei diesem Anbieter, wie auch bei vielen anderen, nicht wissen, was wir bekommen, nämlich einfach die günstigste, die gerade am Markt verfügbar ist, das ist die Palit GeForce RTX 4070 Dual, 12 GB auch. Das sage ich nur dabei, weil es früher Grafikkarten gab, die teilweise 10 oder 12 hatten. Hier bei der 40er-Reihe gibt es das nicht, aber ich sage es trotzdem dabei, hat sich so eingeschlichen. Grundsätzlich diese Grafikkarte für Full HD ganz locker geeignet, WQHD auch. 4K müsst ihr ein bisschen schauen, was für Spiele. Ihr könnt natürlich Fall Guys und so in 4K spielen. Aber wenn ihr jetzt in Richtung Hogwarts Legacy oder auch Far Cry geht und wollt alles auf Maximum spielen, da kackt die schon so ein bisschen ab, die Grafikkarte. Wie gesagt, müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen spielen, vielleicht ein bisschen auf Medium drehen oder so. Aber ansonsten ist das wirklich eine gute Karte, ist auch top aktuell, gar kein Problem. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 599 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i5 13600KF. Wir haben hier die KF-Variante, das K steht für die Übertaktbarkeit und das F einfach dafür, dass wir keine integrierte Grafikeinheit haben. Ist aber egal, ihr habt ja die 4070. Er hat 14 Kerne, 20 Threads, 125 Watt TDP, kann sich allerdings auch 181 Watt reinschrauben. Je nachdem, wie ihr das einstellt, kann er auch über 200 Watt fressen. Ich habe den ja selber. Gut, nur die K-Variante, nicht die F-Variante, aber das ist relativ gehopst wie gesprungen. Das Ding ist einfach, hier ist eine 240er Wasserkühlung drin, da komme ich aber gleich noch zu. Und er unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS bzw. DDR4 3200 MTS. Könnt ihr wie immer schneller betreiben. Bei DDR5 6000, 6400, 6800 überhaupt kein Problem. DDR4 auch 3600er RAM, gar kein Thema. Das ist ein guter Prozessor, mit dem könnt ihr streamen, mit dem könnt ihr zocken. Ihr braucht eigentlich auch nicht mehr. Wenn ihr jetzt natürlich eine 4090 da reinballert, vielleicht auf einen 13700 gehen, aber der 13600 ist wirklich ein guter Prozessor. Es sei denn, ihr spielt jetzt mit einer 4090 oder so Full HD, dann wird es irgendwann ein bisschen eng. Und der kostet 308,99 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Enderfy Navis F240. Hier hatte ich selber schon im Test, da habe ich einen 5800X von AMD mitgetestet, der sowieso ein bisschen schwieriger zu kühlen ist. Der hatte eine TDP von 140 Watt oder 142 Watt. Hier haben wir 181 Watt, was der Prozessor sich theoretisch reinschaufeln kann. Da ist 240 schon, ja, mutig. Also wenn ihr wirklich Dauerlast auf das System gibt, zum Beispiel wenn ihr ein Video rendert oder so und wirklich nur Software-Rendering macht, dann wird das ein bisschen eng. Zum Zocken reicht das aber dicke. Ihr werdet da wirklich beim Spielen keine Probleme kriegen, auch nicht beim Stream. Es geht wirklich nur darum, gebt ihr Dauerlast auf den Prozessor und womöglich hebt ihr noch PL1 und PL2 auf, dass der sich wirklich unbegrenzt ziehen kann. Dann wird das ein bisschen eng mit der Kiste. Ansonsten so, Standalone fürs Gaming und Streaming, okay. Und die kostet 84,89 € bei Mindfactory. Arbeitsspeicher 32 GB, 2x16 GB, also Dual Channel, schon mal ganz wichtig. DDR5 6000 MHz Corsair Vengeance. Das war eben das Thema. Was verbauen die da jetzt genau? Da gibt es CL30, CL36 und so. Ich habe nachgefragt, sie verbauen den CL36er. Was ich damit sagen möchte, es gibt halt schon einen schnelleren RAM, CL30 wie gesagt. Aber das macht den Braten jetzt nicht fett. 32 GB sind schon mal okay, 6000 MTS sind über der Spezifikation von Intel. Das ist schon mal ganz nice to have. Auch hier keine RGB-Beleuchtung, wie bei der Wasserkühlung schon. Das wird ein Non-RGB-Build. Es ist einfach nur so, dass die Grafikkarte dann nur leuchtet bei euch, wenn überhaupt. Und er kostet 104,90 € bei ProShop. Das Mainboard ist ein MSI Pro Z790-P Wi-Fi. Wir haben hier den Z790-Chipsatz, das heißt, ihr könnt den Prozessor theoretisch übertakten. Da wird euch aber irgendwann die Wasserkühlung auf jeden Fall limitiert. Wir haben hier aber gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier unten auch noch 2 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein, den Slot werdet ihr wahrscheinlich nicht benutzen können zum Erweitern, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Und die beiden Slots hier könnt ihr dann benutzen für eine WLAN-Karte, Capture-Karte oder sonst irgendwas. Das Board bringt ja schon Wi-Fi mit, also eine Capture-Karte, USB-Erweiterungskarte, was auch immer ihr erweitern wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir
wir 7.1, wir haben WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, Netzwerkanschluss, USB 3.1, USB Typ C, zweimal USB 3.0, viermal USB 2.0. PS2-Anschluss werdet ihr sowieso nicht benutzen, ist für ältere Mäuse und Tastaturen. Und die Onboard-Grafik könnt ihr hier auch nicht benutzen, weil es ein KF-Prozessor ist. Es ist ein grundsolides Board. Ist jetzt nichts Besonderes, ist aber auch nicht das Billigste. Ist schon in Ordnung so. Und das kostet 230,26 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1TB Lexa NM710. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4500 MB die Sekunde. Ist auf jeden Fall schon mal ordentlich schnell. 1TB kann man noch mitgehen. Bei den aktuellen Preisen ist es einfach nur so, ich hätte mir gewünscht, 2TB wäre ganz nice gewesen, aber 1TB kommt ihr erstmal mit aus. Müsst ihr selber wissen, wie viele Spiele habt ihr gleichzeitig installiert. Windows frisst selber auch noch ein bisschen was weg, Discord und die ganzen Treiber und wie die ganzen Programme halt einfach heißen. Deswegen müsst ihr selber wissen, ich gehe jetzt erstmal mit 1TB mit. Und die kostet 45,78 Euro bei Mindfactory. Jetzt müsst ihr euch hier überlegen, bei 2TB wären es wahrscheinlich irgendwie 85 Euro oder so gewesen oder 90 Euro. Deswegen sage ich das dabei. Das Gehäuse ist ein Enderfy Ventum 200R mit Glasfenster. Das ist jetzt nichts Besonderes. Es ist aus der günstigen Sparte von Enderfy. Ich hatte ja schon ein paar Gehäuse im Test, die sind durchweg eigentlich okay. Nichts Besonderes, halt billige Gehäuse, aber jetzt nicht so billig, dass man denkt, das Ding fällt bald auseinander. Wir haben auch hier eine Echtglasscheibe. Meistens ist es so, bei günstigeren Gehäusen habt ihr irgendwie Acrylglas, das ist nichts. Also das ist soweit schon mal okay, der Airflow ist auf jeden Fall auch gegeben. Das Gehäuse bringt nämlich 3x 120 mm Lüfter in der Front und 120er hinten mit. Oben kommt dann die Wasserkühlung rein, also ihr habt wirklich Vollbestückung, was die Lüfter angeht. Und das kostet 60,89 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein Seasonic Focus GM650W 80 plus Gold. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und teilmodular. Reicht für das System aus. 650 Watt sind auch noch okay. Ihr müsst natürlich überlegen, wollt ihr vielleicht später die Grafikkarte aufrüsten, sollte man immer ein stärkeres Netzteil nehmen. Das gilt jetzt für die Leute, die sich vielleicht gerade eine Geistheitsliste zusammenstellen und dann irgendwie denken, yo, ich möchte in 2-3 Jahren eine stärkere Grafikkarte reinbauen. Hier könnt ihr eh nicht umkonfigurieren. Das Einzige, was ihr umkonfigurieren könnt, ist die SSD. Ihr könnt die wechseln oder eine zusätzliche hinzufügen. Ansonsten könnt ihr nichts ändern an dem System. Ist aber bei Hardware-Rad zum Beispiel genauso. Und das kostet 84,80 Euro bei Equipper. Die Gehäuselüfter haben sie hier nochmal extra aufgelistet. Die sind beim Case aber einfach dabei. Wie gesagt, die 3 Stücke der Front und der eine hinten ergibt 4. Betriebssystem Windows 11 Pro, Testversion vorinstalliert. Bedeutet jetzt für mich einfach nur, ich packe es nicht in die Geizhalsliste, weil der Key ist ja nicht dabei. Es ist aber vorinstalliert. Da braucht ihr euch einfach nur noch einen Key kaufen, sei es bei meinem Partner, sei es bei Moga, sei es bei Amazon, völlig egal, dann tippt ihr den Key ein, dann habt ihr ein voll lizenziertes Windows. Garantie sind 2 Jahre, MyPC-Garantie, das ist halt so ein Standardwert, machen viele. Es gibt einige Anbieter, die machen 3 Jahre, zum Beispiel Mifcom, sogar mit Pickup und Return, hier einfach ganz normal 2 Jahre. Was ich noch ganz witzig finde, die geben hier unten FPS-Werte an, Fortnite 1440p, also WQHD, episch, DLSS 105 FPS, Cyberpunk auch noch, dann steht aber darunter, alle FPS-Angaben sind geschätzte Werte und können abweichen. Dann bringt mir das nichts. Wenn sie geschätzt sind, bringt mir das nichts. Messt das wirklich durch, ja, also macht da vielleicht wirklich einen Benchmark, baut das System einmal, dann zeichnet ihr das auf, macht vielleicht einen Screenshot, ladet das hoch und dann ist gut. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.519,51 Euro. Das System soll kosten 1.649,99 Euro. Ist in Ordnung. Ist ein guter Aufpreis. Die Sache ist einfach die Wasserkühlung ist für mich ein bisschen zu klein. Zum Zocken reicht es, wenn ihr aber mehr Last auf das System gebt oder wenn es im Sommer wirklich warm ist in der Bude, so wie bei mir jetzt gerade, wird es dann vielleicht irgendwann ein bisschen eng. Die 1TB SSD bei den aktuellen SSD-Preisen, man hätte 2TB einfach reinschmeißen können. Beim RAM hätte man bessere Timings nehmen können. Das sind alles so kleine Feinheiten, aber es ist jetzt kein System, wo ich sage, was habt ihr euch da eigentlich bei gedacht, dass noch eine HDD oder so reinwandert. Es ist soweit okay. Und wie gesagt, der Aufpreis für einen neuen Laden, gerade weil die am Anfang sehr viele Kosten haben, ist auch völlig human. Jetzt denkt man sich aber natürlich, wie es bei vielen Shops auch der Fall ist, wenn ihr jetzt ein teures System nehmt, dann haben die manchmal irgendwie einen Furz quer sitzen und dann machen die da Preisaufschläge. Das ist dann nicht mehr feierlich. Ich habe jetzt einfach mal ein System hier angeschaut. 3.529,99. Da sind auch keine groben Schnitzer drin, was die Konfiguration angeht. Da zeige ich euch mal kurz den Endpreis. Hier haben wir auch schon die Liste. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die zusätzlichen Lüfter, die verbaut sind, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Da landen wir beim Gesamtpreis von 3.273,34. Und das Ding kostet 3.529,99. Da habt ihr jetzt einen Aufpreis von bummelig 250 Euro. Das ist auch noch okay. Wisst ihr auch warum? Weil die Grafikkarten, ich nehme ja immer die günstigste.
Die Grafikkarten haben in diesem Bereich, gerade bei einer 4090, Preissprünge um mehrere hundert Euro. Ich weiß ja nicht, was genau reinwandert. Wie gesagt, ich habe die günstigste jetzt genommen. Wenn da jetzt eine Grafikkarte drin wäre, die ein Fuffi mehr kostet oder ein Huni, dann ist das eigentlich auch noch okay. Selbst mit dieser Grafikkarte in dem Preisbereich sind 250 Euro auch noch in Ordnung. Natürlich baut euch Mindfactory das Ding für 190 Euro zusammen, aber da habt ihr auch kein Windows und so vorinstalliert und ihr müsstet alle Teile 1:1 erstmal bei Mindfactory so finden. Das ist eben das Thema. Also so der Ersteindruck von diesem neuen Shop. Ist eigentlich in Ordnung. Ich habe mir die Systeme ganz grob angeschaut. Die zwei habe ich mir jetzt genauer angeguckt. Habe keine groben Schnitzer großartig gefunden. Die Preisaufschläge sind okay. Kann man machen. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Shop, könnt ihr auch direkt auf unserem Discord den anschreiben. Die sind ja rechts in der Liste drin. Die kriegen automatisch VIP-Status, sobald sie von einem Shop sind. Und dann könnt ihr die einfach anhauen, falls ihr noch Fragen habt. Und dann ist okay. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.